So, jetzt sind wir angekommen bei Astragon. Das heißt, eigentlich bin ich schon fast umgehen, weil es ist nämlich schon nachher. Aber jetzt schauen wir mal, wie das da innen aussieht. Ganz viele liebe Leute, hallo. Hallo. Die haben alle mitgewirkt, schon. Bei Transroad USA. Kickertisch darf nicht fehlen. Jedes Softwareentwickler, es ist noch nicht mal ein Softwareentwicklerladen, aber Computerspieleladen. Computeraffine Büros müssen immer einen Kickertisch haben. Mit passenden Postern, so wie sich das gehört, von den eigenen Produktionen. Viele Büros. Ach, guck mal, hier muss ich niemanden fragen, ob ich ihn aufnehmen darf. So sieht dein Büro aus. Ist das so euer Konferenzsaal? Der kleine. Also das ist der kleine Konferenzsaal, natürlich mit Erweiterungen zur Terrasse. Genau, und grillen. Nein, ihr könnt da grillen. Und, eine schöne untergehende Sonne. Ist das Rayman? Ja. Genau, das ist der große Konferenzraum. Wir haben schon zurückgebaut. Hier haben wir eben alles ein bisschen umgebaut und hier gedreht. Kaufen Sie jetzt! Genau. Und der Drache ist Hackfleisch. Bürozeiten Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr. Ist das nicht schon vorbei? Sind wir außerhalb der Bürozeiten? Ja. Oh, oh. Schnell raus! Hoffentlich erwischt uns keiner. Ach, noch mehr jede Menge dunkle Sachen. Nehme ich mal ein bisschen was mit. Noch mehr Küche, noch schickere Küche. Die unten war ja schon schick, ne? Aber jetzt hier ganz modern mit Mittelkonsole. Mittelkonsolen sind total in. Hallo. Genau, möchtest du schöne Grüße bestellen für Garderoles Community? Aber natürlich möchte ich schöne Grüße bestellen für Garderoles Community. Hat mich gefreut, dass du heute da warst und ich hoffe, du nimmst jede Menge positive Eindrücke mit. Nicht nur von Transroad USA und von Andreas, sondern insgesamt von uns. Und wir würden uns freuen, wenn du uns nächstes Mal wieder besuchen kommst. Ganz bestimmt. Und der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Den hast du schon mal gesehen, genau, richtig. Der kam mit dem Presse-Kit von Call of the Wild und ist die Bestechung, denn wenn man nicht positiv darüber berichtet, muss man den zurückschicken. Das bestimmt. Genau, und die beiden auch noch. Sind aber nicht so cool wie die Cappies. Ja, das ist PC-Version und das ist das Presskit für die Konsolen-Version. Ach, das sah aus wie ein Bär und das hier wie ein Wildschwein, aber das ist ja was. Okay, das war der platteste Witz ever. Aber egal. Ja, noch viel Spaß. So, wir sind wieder da nach einer kurzen Unterbrechung. Leider ist man kurz abgestürzt, aber das kann eben passieren bei einem Pre-Release. Und das Spiel hat Autosaves. Das ist sehr gut. Nichts ist schlimmer als Spiele, die abstürzen und dann keine Autosaves haben. Solange das nicht so häufig vorkommt. Ja, dafür ist uns noch was Tolles eingefallen in der kurzen Pause, die wir hier zwischendurch hatten, während das Spiel neu gestartet hat. Es gibt nämlich noch so einen Screenshot-Modus, da sehen wir das komplette, da kann man das ganze Menü ausblenden und so weiter und wir sehen nur noch unser schönes Bild von unserem LKW, der die leere Interstate entlang braust. Als letztes hatten wir die Frage nach unseren Konkurrenten und
Jetzt kommt die nächste Frage, nämlich ihr habt euch für Transroad USA entschieden. Warum USA und kommt als Nachfolgeversion dann Transroad Europe oder Transroad Asia oder sowas ähnliches? Also von einem Nachfolgeprojekt weiß ich noch gar nichts, kann ich noch gar nichts sagen. Warum wir uns dafür entschieden haben, ist, glaube ich, weil die USA einfach schon so ein gewisses Flair hat, wo man gleich an was denkt, an diese Trucker-Romantik, so allein in den Sonnenuntergang hineinfahren und so, dass das ein echt cooles Setting ist und dass da, glaube ich, die Zielgruppe auch ein bisschen größer ist, weil da Amerikaner und Europäer, glaube ich, echt ganz zufrieden mit sind und das gut finden. Und hier muss ich mal ganz kurz einhaken, weil wir wollen uns das hier mal ansehen oder mal darauf hinweisen deutlich, wie die Ein- und Ausladeanimation hier stattfindet, die auch unterschiedlich ist, hast du eben gesagt, je nachdem, was man da für eine Fracht hat. Genau, also bei den, also in erster Linie kommt es auf den Anhänger drauf an. Die Standard- und Kühlanhänger werden immer von so einem kleinen, ja so quasi Gabelstapler beladen und dann wird dann immer die Kiste hinten reingeschoben oder rausgeholt. Bei dem Kippanhänger wird immer was mit der Schaufel eben von oben drauf gekippt und dann durch das Kippen wieder rausgekippt. Gerade bei dem Kippanhänger sieht man viel unterschiedliche Frachten, also der Müll sieht auch wirklich anders aus als Sand, als Getreide und als das Schrottmetall, das Altmetall zum Beispiel. Und beim Tieflader sieht man noch am meisten, da gibt es dann entweder die richtigen Baumstämme, Bretterstapel, große Maschinenteile oder das letzte war die Stahlträger, genau. Und die Autos, die sieht man, und bei dem Autoanhänger sieht man auch noch die Autos schön drauffahren und wieder runterfahren, ja, das ist ganz putzig zum Angucken. Ja, solche Details mögen wir natürlich super gerne, aber es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe in deinen Ausführungen zu Transroad Europe. Da möchte ich natürlich dir nochmal die Gelegenheit geben, das zu beenden. Ja, an sich ja, USA eigentlich, weil das ein tolles, schönes Land ist von den Landschaften her und Trucker-Romantik mit Käppi und Sonnenbrille da einfach ein ziemlich eingefleischtes Bild ist so in den Köpfen von jedermann. Und was ein Nachfolgespiel behandeln würde, wie gesagt, da weiß ich noch gar nichts zu. Ich persönlich könnte mir jetzt mal so gesponnen, vielleicht wäre es eher sinnvoll, zuerst mit irgendwie Kanada und Mexiko anzufangen, weil du das direkt da dran kleben kannst und dann Alaska, ich weiß nicht. Also oder komplett den Kontinent wechseln, keine Ahnung. Das, Sind die Städte an ihre Vorbilder angelehnt, entworfen oder arbeitet ihr mit markanten Wahrzeichen? Ja, Spoiler, ich habe eben in der Pause schon ein paar markante Wahrzeichen gesehen. Vielleicht kannst du uns das auch noch zwischendurch eigentlich hier zeigen. Ja, zeigen auf jeden Fall. Also Städte, wir haben auf jeden Fall echt existierende Städte genommen, an denen wir uns ein Vorbild genommen haben. Sie sind jetzt aber nicht realistisch 1:1 oder 1:1, ja weiß ich nicht, irgendwas anderes nachgebaut. So ist es wieder auch nicht. Wir können zum Beispiel nach Las Vegas mal gehen. Hier haben wir zum Beispiel ein paar Hotels extra gebaut, die halt so aussehen wie die Hotels, die in Las Vegas wirklich stehen, mit diesen besonderen ja, Dreierzackenstern hier und diesem geschwungenen Etwas. Und hier haben wir ein paar Fontänenbrunnen, die wir da hingestellt haben. Wir haben hier in Las Vegas in der Nähe auch den Hoover-Staudamm. Und den Grand Canyon, der ist auch von Hand modelliert und eben nachempfunden. Dadurch alleine schon aber, dass wir eine andere Skalierung und also andere Größenverhältnisse von der Karte genommen haben, sind eigentlich müssten die Städte von der Fläche her kleiner sein im Vergleich zu den Strecken, die es dann zwischen den Städten gibt. Also da haben wir ein bisschen übertrieben teilweise oder untertrieben extra, damit halt das Feeling so gut wie möglich rüberkommt. Wir haben noch zu zeigen, was wohl auch bestimmt jeder kennt, ist der, ihr könnt jetzt mal mitraten, bevor ich hier was sage. 3, 2, 1, ja, der Mount Rushmore mit den vier ausgewählten Präsidenten, der hier sitzt. Und was haben wir noch zu zeigen? Ach, die Golden Gate Bridge können wir noch mal zeigen. Die haben wir sogar ziemlich am Anfang schon mal gesehen, da sind wir ja dran vorbeigefahren. Hier auch gerade ein Flugzeug, wunderbar. Genau, hier haben wir die Golden Gate Bridge. Und die Freiheitsstatue in New York, die gab es bis jetzt ja sogar in jedem Transocean auch, weil das ja auch eine Hafenstadt ist, die gibt es natürlich also auch. Was ist aber noch spannend?
der, wie hieß das nochmal, der Turnip Rock, das ist hier oben bei diesen Michigan-Seen. Das ist so ein kleiner, putziger, um diesen Stein hier geht es. Wenn man sich das mal auf der Google-Bildersuche oder so anguckt, das sieht echt total idyllisch aus. Das ist nur so ein kleiner Stein, der so gerade hoch rausgewachsen kommt und das ist wohl ein beliebtes Ausflugsziel zum Paddeln. Ja, natürlich gibt es noch einige mehr, aber wir wollen euch auch nicht alle zeigen, damit ihr auch noch ein paar zum Entdecken habt oder halt bei uns im Let's Play sehen könnt. Und dann kommen wir zu der nächsten Frage gehen zurück zu unserem LKW wieder. Gibt es unterschiedliche Schwierigkeiten oder kann man sich die Schwierigkeit sonst wie anpassen? Anpassen, letzteres. Im Sandbox-Modus, da können wir ja gerade auch nochmal reingucken. Jetzt sind wir gerade so schön zwar beim Truck, aber das passt gerade so gut zur Frage. Ich gehe mal kurz wieder ins Hauptmenü und starte mal ein Sandbox-Spiel. Da haben wir unglaublich viele Einstellungen, die man machen kann. Ich klicke mich auf ein benutzerdefiniertes Preset. Also das sind die ganzen Sachen, die ich mir in jeweils 5 Stufen verändern und verstellen kann. Ich kann die Auftragsprämien verändern, also weniger oder mehr machen. Ich kann die Fristen, also die Termine von den Aufträgen verlängern, also mir lockerer oder strenger machen. Ich kann alle möglichen Fahrzeugpreise verändern, die Wartungspreise, Preise für diese Anhängerkonzession kann ich mir auch teurer oder günstiger machen. Fahrergehälter natürlich, die Zinsen von Krediten kann ich verändern. Wenn mir das zum Beispiel zu wenig ist, wie wir vorhin gesagt hatten, mit dem aktuellen echten Real-Life-Zins, kann ich mir die auch noch höher drehen. Ich kann die Depotkosten verändern, Marketingkampagnen kann ich mir auch teurer oder günstiger machen. Ich kann die Pannenhäufigkeit zum Beispiel auch verändern, dass die häufiger passiert. Mein Startgeld kann ich mir einstellen. Ich kann, wenn ich zum Beispiel ganz hart kommen möchte, kann ich auch mal mit $0 starten und mal gucken. Also nur mit Kredit dann? Ja, genau. Oder wirklich das Geld von Anfang an wirklich nur über die Aufträge verdienen. Ja, du brauchst ja erstmal einen LKW. Also den ersten hast du ja, ne? Ja, aber gut, klar, wenn du einen zweiten haben willst, dann brauchst du Aufträge. Das könnte dann ein bisschen dauern. Genau, und hier kann man sich wirklich das Spiel nach Herzenslust einstellen und das so schwer oder so einfach machen, wie man möchte und sich besondere Herausforderungen stellen. Da bin ich echt gespannt, wie die Leute das finden. Da in Transocean 2 hatten wir das zwar auch schon, aber ich glaube, wir haben jetzt noch mal einiges mehr Regler. Und da bin ich echt sehr gespannt, was die Leute so einstellen und wie die das so benutzen und ob das den Effekt hat, den wir wollten. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr noch eine Share-Preset-Funktion braucht, mit der man diese Einstellungen exportieren kann und anderen Leuten schicken kann, damit sie mit den gleichen Einstellungen spielen können, wenn sie das möchten. Kann man auch. Es ist jetzt zwar nicht innerhalb des Spiels, aber im Ordner, wo die eigenen Savegames liegen, also auf dem PC wäre das dann der eigene Name, dann Dokumente, Transroad, Savegames, da liegen 3 getrennte Dateien, die diese Presets behandeln und die kann man dann per E-Mail oder so sich rumschicken und dann sagen, hier, try this. Praktisch, mal gucken, wenn Garda lieb ist und er hier was Benutzer definiert, spezifiziert, dann gibt es da auch. Wo wir gerade da sind, bei den Spielmodis, es gibt ja auch noch den Quest-Modus. Was hat man denn im Quest-Modus für Quests? Das sind zum einen immer ja, relativ einfache quantitative Quests, also besitze 3 Trucks, stelle 5 Fahrer ein, erledige 10 Müllaufträge, aber die anderen, es gibt immer 2 und die aus dieser zweiten Kategorie, die fordern dich immer so ein bisschen heraus, auch mal anders zu spielen, zum Beispiel einen bestimmten Kunden freizuschalten oder nur auf ganz bestimmte Frachten zu gehen oder ein Depot in einer gewissen Stadt zu kaufen. Also ich nehme an, wenn du da jetzt reingehst, dann kommt wahrscheinlich direkt der Erste, oder? Nee, man muss dann schon erstmal nochmal die Firma erstellen, A, B, C, wunderbar, wir sind ganz kreativ. Dann wählt man sich auch wieder genau wie im Sandkastenspiel seinen ersten Anhänger aus. Dann nehmen wir doch jetzt hier einfach mal so den Kühlanhänger, machen das Tutorial aus und gehen zum Beispiel mal nach New York City. Aber um sich das dann anzugucken, hier oben haben wir diese Quests. Hier sind die mal eingeblendet, kann man auch anmachen, ausmachen. Und hier ist dann zum Beispiel schon das untere Quest, kaufe einen neuen Truck mit höchstens $1,000 Fixkosten. Also da muss man dann halt mal ein bisschen genauer suchen und gucken. Da gibt es dann später, glaube ich, zum Beispiel auch Quests, die ganze Flotte insofern zu modernisieren, als dass sie im Mittelwert nur so und so viel, also dass der Spritverbrauch nur so und so hoch ist, beziehungsweise die Miles per Gallon Spriteffizienz zu erhöhen. Wird damit irgendeine Form von Story erzählt oder sind das jetzt einfach zufällige Missionen, die man im Quest-Modus bekommt?
Das sind zufällige Missionen, die du da bekommst. Da gibt es keinen Story-Kontext für diese Quests. Okay. Das waren unsere Fragen und damit haben wir auch ein paar sehr ausführliche Folgen. Und das Spiel kommt ja jetzt schon sehr schnell raus zum Zeitpunkt der Aufnahme übermorgen. Wenn ihr das jetzt seht, schon noch kürzer. Und dann seht ihr natürlich noch viel mehr von dem Spiel auf unserem Kanal im Let's Play. Gibt es noch wichtige abschließende Worte, die du loswerden möchtest? Nicht wirklich. Ich freue mich, wie ihr das Spiel findet. Ich bin ganz gespannt, was Garderoll dazu sagt, wenn er das dann Let's Playt. Ich werde mir wieder sehr gespannt, so viele Folgen wie möglich von ihm angucken. Das ist nämlich irgendwie immer das Spannendste, eigentlich zu sehen, wie jemand live das eigene Spiel spielt und was er so zu den ganzen Sachen sagt, während er sie live und blind sozusagen erlebt. Das ist echt immer wieder ein Highlight. Und ich hoffe natürlich, dass das Spiel sich ganz gut machen wird und dass die Leute es toll finden. Und ja, bin gespannt, was dann in den Foren dazu so abgeht. Dann bedanke ich mich vielmals bei Astragon und bei Deck13 und bei allen Personen, die daran mitgewirkt haben, zu organisieren, dass wir hier hinkommen konnten. Und wünsche euch viel Spaß bei allen weiteren Videos. Erzählt weiter, teilt das Video auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube, auf was ihr sonst alles noch habt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Auch in diesem Monat gilt mein ganz besonderer Dank den treuen Unterstützern auf Tippi. Alle Ziele, alle Belohnungen und alle weiteren Infos findest du unter dem eingeblendeten Link garda.link/tippek. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Unseren Sendeplan findest du unter tv.garo.de. Der zeigt dir an, wann die nächste Folge von deinem Lieblingsprojekt kommt. Außerdem habe ich dir unten rechts noch die Gelegenheit gegeben, mir ein Abo dazulassen. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube. Gute Unterhaltung.